Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Fallout New Vegas. So, beim letzten Mal war ich ja ein klein wenig beschäftigt, und zwar mit diesen Skorpionen. Ansonsten hatte ich noch ein ganz kleines Problem mit den zweiten Fiends. Und zwar genau dort oben in dieser Pissgrube, weil die haben mir beim ersten Mal sofort einen Headshot gegeben. Und hey, wer sind diese Leute? Also, das ist schon mal unklar. So viel habe ich gesehen, aber die, wo erschossen wurden, es sieht so aus, als wäre das die Leech, ne? Ja, Leute, ich könnte es rausfinden, aber ich weiß es nicht. Ja, das nenne ich mal wirklich hier Freundschaft, weil der eine guckt zu, wie der andere beinahe von einem Skorpion gekillt wird. Also wirklich, sehr gut. Da gebe ich nur einen Daumen nach oben. Ich meine nur damit, diese Kampftaktik, die ist für den Arsch. Und zwar richtig, für den Arsch. Okay. Ich hoffe mal, dass das Skorpione sind, weil sonst habe ich ein ganz kleines Problem. Und wisst ihr was? Ich nehme eine Schrotflinte, dass ich gegenüber diesen ganz kleinen Problemen auch eine ganz kleine Lösung habe. Dieses Lied mochte ich auch immer ganz arg. Wie schmeckt dir denn das, hä? Beim letzten Mal hat sich mal so ein Skorpion ziemlich radig angeschlichen, deswegen habe ich mich auch ziemlich erschrocken. Gott, also ich muss wirklich sagen, dieser Soundmod ist echt genial. Und ich glaube, ich lasse wirklich diese Stacheln hier zurück von denen. Die sind schon ziemlich viel wert, naja, dafür, dass sie eigentlich unter Sonstiges gereiht sind. Jedenfalls. Aber es wiegt mir einfach zu viel. Selbst wenn die nur 0,5 wiegen würden. Es ist einfach zu viel und glaubt mir, ich finde 1000 andere Sachen, die 1000-mal mehr wertvoller sind als so etwas. Also nicht so etwas, sondern so etwas. Hab gar nicht gewusst, dass noch ein... Doch, ein Mod hat es umgeändert. Das ist nicht Moira. Das ist ein Zeitungsausschnitt, aber ich sage ja mal nichts. Wasteland Survival Guide. Ja, Radioaktivität, explosive Sachen eben und ein Totenschädel. Ich schätze mal eine verrottete Gegend. Und Chemie, wie es aussieht. Oder Säure. Je nachdem. Gleich lesen, weil die Bücher verbrauchen schon ein klein wenig Platz. Und allgemein muss ich sagen, ich warte nicht, bis ich diesen Perk mal endlich nehme. Und zwar, wo ich... Wie war's? Ich glaube, doppelt so viel an Skill Points kriege. Vielleicht für die Leute, wo es noch nicht wissen, ne? Ich zock ja quasi mit Game Settings und dort habe ich es eingestellt, dass ich 100 Level erreichen kann. Ne? Und glaubt mir, Leute, die kann man erreichen. Ich habe das Spiel schon mal damit durchgezockt. Jedenfalls, der Skorpion spackt ein bisschen rum und allgemein. Ja, ich denke, da ist es nicht mehr nötig, weil man kann alles damit erreichen. Und ja, Leute, ich habe es auch schon ausprobiert, deswegen weiß ich es auch. Jetzt weiß ich nicht, ob man das hier auch gebrauchen kann, aber ich nehme es einfach mal mit. Treffe ich ihn? Treffe ich ihn? Ha? Ich habe sogar getroffen. Ich liebe Schrotflinten einfach nur. Diese Teile sind einfach nur zu krass bei diesem Spiel. Und yummy, Honey Mesquite. Ich schätze... Okay. Habt ihr hier auch gerade was fallen gesehen? Oder muss ich jetzt doch langsam einen Arzt aussuchen? Weil das ist nicht mehr normal, wenn ich hier schon Sachen sehe, die eigentlich gar nicht da sind. Okay. Wo ist denn sein Buddy? Der war doch hier in der Nähe. Okay, ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn er hier alleine rumläuft. Aber es ist halt ein bisschen unnormal. Ha. Ha. Jetzt da. Beim ersten Mal habe ich nicht getroffen, beim zweiten Mal habe ich getroffen. Wow, wow. Bei mir funktioniert es wohl nicht ganz, dass ich zu Asche werde. Es tut mir leid, aber wo ist diese Ratte eigentlich hergekommen? Oh Gott. Schön zu sehen, dass ich den erschossen habe, der die Nahkampfwaffe dabei hatte. Also wirklich, wo war der? Der hat mich richtig überrascht. Okay, irgendetwas Automatisches oder eine Schrotflinte, ja. Die Lösung für alles. Dort ist also dann sein Buddy.
Der hat dann eine Nahkampfwaffe dabei. Das hätte ich früher wissen müssen. Ne? Ich hab nicht mal gewusst, dass er hier irgendwo war. Ist ja das Beste daran. Oh. Oh, okay, ist ein Skorpion. Und das auch. Von wo kam diese verdammte Ratte eigentlich her? Tut mir leid, aber der hat mich wirklich mies flankiert. Wenn da oben Skorpione rumlaufen, dann heißt es wohl, dass der wo ganz anders ist. Weil normalerweise würde die KI dann jeden erschießen, ne? Oh mein Gott, wenn der jetzt irgendwo rausgeschissen kommt, dann mache ich mir A in die Hosen und B rege ich mich dann auf. Botflies! Okay, schätzen wir es nochmal. Aber vor denen muss ich aufpassen, weil die machen seit diesen realistischen Schaden, ne? Sehr viel, Achtung, Schaden. Richtig, Leute. Ich weiß nicht warum. Und ich weiß so nicht mal, was das war. Aber ich weiß nur eins, dass es verdammt viel Schaden macht, wenn die Fliegen ihre komischen Kugeln schießen. Ich habe meine Schaufel verkauft, denke ich. Yay. Wisst ihr was? Ich ignoriere mal die Enklave. Oh Gott, bist du süß. Oh, so wollte ich es eigentlich machen. Warum habe ich jetzt gedacht, dass dieser Baum... Oh nein. Bitte sag mir, dass das ein Skorpion ist. Oh Gott, zum Glück. Aber wo treibt er sich denn rum? Das gibt's ja nicht mehr. Enklave! Hallo! Ist irgendjemand da? Weil ich fühle mich ein bisschen einsam. Und ich glaube, meine Schrotfinde, Bertha, möchte auch mal langsam wieder was zu essen. Weil die ganzen Skorpione sind irgendwie uncool. Hier war doch ein... Willst du mich eigentlich verkackeiern spielen? Das gibt's ja nicht, oder? Wo ist der? Ach, wisst ihr was? Ich weiß, von wo er jetzt kam. Entweder ist es da in der Wand ein Skorpion, oder es ist wirklich der Enklave-Typ. Aber dann hätte er mich viel früher entdecken müssen. Und B, wie ist er überhaupt da rausgekommen? Und C, warum kommt er jetzt dann nicht mehr raus? Das sind alles so Fragen, die ich eigentlich schon gerne wissen würde. Und ich muss euch wirklich eins mal sagen, hier oben habe ich mich noch niemals rumgetrieben. Okay, jetzt langsam kann ich es auch lassen mit dem Schleichen, weil ich schätze mal, die Enklave wird weg sein. Und wenn nicht, dann muss ich halt nochmal laden. Da kann ich jetzt leider auch nichts machen. Dann riskiere ich halt eben erschossen zu werden, aber dann weiß ich es wenigstens und ich muss nicht mehrere Kilometer rumschleichen. Glaubt mir, das kann ziemlich nervig sein. Obwohl, wem sage ich das eigentlich? Ich glaube, ihr wisst es ja dann auch. Mehr oder weniger. Und hier wären wir erstmal bei Mojave Outpost. Hier werde ich noch ein paar Quests erledigen, aber der Hauptgrund, warum ich hier oben bin, ist eigentlich wegen der Warzone. Aber ich werde die jetzt noch nicht betreten, weil ich habe gar keine Stimpacks mehr. Und ich werde wahrscheinlich bei der Warzone ein paar Folgen verbringen. Deswegen muss ich nur schauen. Und hey, hier ist wieder eine Person, wo ein bisschen dunkler war und jetzt komplett bleich ist. Könntet ihr vielleicht mal kurz warten? Must be crazy to brave those roads. Also, nichts gegen dich. Okay, aber dieses ganz Bleiche mit dem ganz Schwarzen, das passt einfach nicht zusammen. Aber okay, what is this place? Outpost. Mojave Outpost. Nein, wirklich. Watching a lot of nothing feels like a big Brahmin pen for caravans. They've been stopped for a while, waiting for the roads north to clear. Or their clearance papers to go through. Looks like you've walked away, so if you need to shake the dust off, head to the barracks at the bars there. Hatte ich vor. Not much, but better than nothing. Das kann ich mir vorstellen. Any work around here? Nothing I know of. But if you've come from the north, means you can travel freer than most around here. Might check the barracks. Someone might need you to hoof it somewhere. Just be careful you go up on the roof. Got a sniper watching the road. Wenn your gear's in need of repair, HQ's also worth checking out. Talk to Major Knight, he can help. Provided you got a pen and plenty of ink. Mal nur so eine ganz kleine Frage. Wenn sie freundlich ist, warum muss ich dann aufpassen? Oder ist sie dann doch nicht so freundlich? Nur mal so als Frage. Aber okay. What are those statues of? Those two represents unification. Mostly good for shade. Won't do much else when the Legion reaches us.
Doch, ich meine, man könnte das Teil von den Füßen abher sprengen, dann würde es runterrutschen und die ganzen Fahrzeuge, wo dort stehen, würden mitrutschen und die Legion wäre dann tot. Wenn sie nicht dann tot wäre, kann man noch ein paar Granaten hinterher werfen. Ihr wisst, was ich meine. Da gibt's Wege und der tut gleich immer so. Schrecklich einfach nur. I'll be going now. Watch yourself. Okay, danke, Mr. Obvious. Das hatte ich eigentlich vor. Ich mag irgendwie diesen Wetter-Effekt. Das wollte ich nur öfters sagen, Leute. Oh, ja, endlich mal hier ein Typ, der was verkauft. Hab mich schon gewundert. Meine, diese Brahmin sieht eher krank aus als gesund. Ich sag's ja mal nur. Hey there, need anything? Ja, ein klein wenig. Drogen. Dieser Handschuh ist von Arsch. Also ich weiß nicht, welcher Affe daran rumgeknabbert hat, aber dieser Handschuh ist wirklich von Arsch. Ist doch gut, ist gut, ist gut. Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich, Hand. Ach, wisst ihr was, egal. I'd like to see your wares. Sure, here's what I got. Okay, jetzt kommt wieder der lustigste Teil, und zwar jetzt sollte ich wieder stundenlang dran sitzen und gucken, was ich verkaufen kann. Nein, Spaß. Munition wäre mal wichtig, und zwar... Eigentlich nicht so, aber ich nehme es mal trotzdem mit. Alles, was nicht hier Spezialmunition ist, versuche ich mitzunehmen, weil früher oder später werde ich vielleicht an eine Waffe kommen, wo ich es gebrauchen könnte. Aber als nächstes die Hülsen brauche ich eigentlich nicht, aber nehme ich mal trotzdem mit. Scrap Metal und Wrench würde ich sehr gerne mitnehmen, aber kann man vergessen. Aber Bobby Pin, und zwar Haarklammern, die nehme ich mit. Die könnte ich noch gebrauchen. Aber ansonsten Banane Yucca Fruit brauche ich nicht. Aber Red Array, das hätte ich gebraucht. Stimpaks brauche ich auf jeden Fall. Zumindest für meinen Trip, wo ich vorhabe. Und ansonsten Kleidung nichts. Fragmine und Kitchen Knife. Ach, alles Sachen, was man eigentlich ignorieren kann. Jetzt weiß ich ja, warum ich so viel dabei habe. Ich habe nichts repariert. Das ist auch genial. So, als erstes diese Schrotflinte. So. Wie sieht's sonst noch aus? Ja, könnte ich jetzt machen, aber ich glaube, da würde ich eigentlich nur Geld verschwenden, wenn ich jetzt diese Schrotflinte mit der hier reparieren würde. Würde sich nicht lohnen, Leute. Wow. Eine Waffe musste ich reparieren. Wirklich? Oh mein Gott. Bin noch nicht ganz fertig. Kurz warten. Hey there. Need anything? Ja. Yep. Und zwar will ich was verkaufen. So. Sure. Here's what I got. Okay, was brauche ich denn nicht mehr? Diese Schrotflinte hätte ich behalten. Hätte ich jetzt gar keine Schrotflinte? Ansonsten... Oh Gott! Ich habe ein paar Frag Grenades da. Und ein paar ist wirklich gut. Muss ich wirklich mal zufügen. So, 10 Stück verkaufen. Kann ich ja mal versuchen, jetzt alle zu verkaufen. Mehr oder weniger. Ach, weißt du was? Die letzte ist halb geschenkt. Kriegt er dazu. So. Ansonsten, ich glaube, der da drüben verkauft auch Sachen. Aber falls ihr euch wundert, diese Leute gibt es auch im Vanilla-Game, soviel ich weiß, aber den Verkäufer nicht. Der kommt jetzt hier mit Fock dazu, soviel ich weiß. So, jetzt erstmal hier. Talk Van Graaff Representata. So, Representata. Ich bräuchte nur ein paar Sachen. Falls du welche hast. Oh, eine Plasmagranate. Das wäre eigentlich auch mal was. Okay, 40 mm, falls euch wundert. Das ist diese Granatmunition für diese Granatwerfer. Ich weiß, bisschen ironisch. Und wenn ihr es schon gewusst habt, sorry, ich sag's ja nur. So, diese Munition nehme ich mal mit. Vielleicht hole ich mir mal gegen später einen Gatling Laser. Muss mal schauen. Flammenwerfer bin ich mir nicht allzu sicher, weil ich das eigentlich noch nie so gemacht habe, außer bei Fallout 3. Aber ansonsten, ich nehme es trotzdem mit. So. MC-Munition. Gott, wisst ihr was? Da muss ich mal gucken, wie viel das kostet. Ach, wisst ihr was? Lass ich einfach mal. AEP-7 Combat Sights brauche ich jetzt nicht. Und glaubt mir eins, Leute. Ich werde gegen später so machen, dass ich die ganzen Upgrades mitnehme, sobald ich halt das Geld habe. Sei es jetzt, ob ich es brauche, irgendwann mal oder nie, je nachdem, aber ist egal. Trotzdem,
möchte ich es mal mitnehmen. Und genau das hier wollte ich mir kaufen. Und zwar eine lasere Rifle. Ich wollte eigentlich Gewehr sagen, aber ist eigentlich auch egal. Kann ich es eigentlich auch gleich so machen. Und zwar dieses Upgrade hier. Ganz dreckig. Nein, das hier. Und zwar Laser Focus Optics. Das könnte ich noch sehr gut gebrauchen für die Waffe. Ansonsten, was bräuchte ich jetzt nicht mehr? Die zwei Sachen? Okay, das brauche ich wirklich nicht. Das wollte ich mal benutzen, aber wisst ihr was? Ich komme noch an eine Thompson ran, die nicht mit Laser versehen ist. Und die will ich dann eigentlich benutzen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse diese Trommelmunition. Das verunstaltet einfach nur die Waffe. Aber ansonsten, Norinco Type 56 werde ich auch verkaufen. Die werde ich behalten, weil die ist ein bisschen selten. Tomahawk einfach mal weg. Ansonsten, Kleidung, habe ich nichts. Oh Gott, das wird ja wieder lustig. Fixing Dings, oder Things, verkaufe ich einfach mal. Ansonsten Chat MRE verkaufe ich auch. Mais, ja, brauche ich leider. Mentats, kann ich auch wegtun. Ansonsten Steady, habe ich eigentlich niemals probiert. Verkaufe ich auch. Turbo auch weg. Wasted Omelette will ich behalten. Eigentlich nur aus Sammlerzweck hergesehen. Finde ich auch so lustig, dass man hier einfach mal Essen sammeln kann. Aber trotzdem, ich habe einfach mal Bock darauf. Coffee Mug, nope, 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 nope. Empty, also leere Spritze. Verkaufe ich einfach mal. Ansonsten, ja, brauche ich eigentlich auch nicht. Toaster, das brauche ich noch leider. So, bin ich schon wieder fertig. Also Leute, das war es erstmal eine weitere Folge von Fallout Vegas. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und jetzt würde ich dann erstmal sagen, bis später.